Jetzt sind es noch 50 Meter bis zur Startmark und das war der Start zu unserem ersten Rennen, zum Kerstin Stegemann-Rennen. Da nimmt Victory Matador das Kommando und geht hier bereits mit deutlicher Führung in den ersten Bogen hinein. Springt jetzt allerdings an, ließ sich hier kaum regulieren. 5 Rot, 5. Ist auch nicht mehr dabei und dadurch ist Kong Kong Rhythm jetzt in Front. 4 Rot, 4. Beide sind disqualifiziert, Patricia Way und auch Victory Matador nicht mehr dabei. Und Kong Kong Rhythm hat hier das Kommando, führt hier vor Folidor, der fand glänzend ins Rennen aus der zweiten Reihe. An der Außenseite ist auch Unico de Tilo bereits in vorderer Linie zu sehen, und zwar an dritter Stelle. Dann sind es 4-5 Länge bis zu Bingo Ricardo in den Galactic Photo. Daneben dann Lindy Fashion und ganz außen in dritter Spur Ultraman Kur unterwegs. Harzbeckerin folgt dann am Ende des Feldes. Die Pferde verlassen den Hospitalbogen, steuern die Gegenseite an, weiterhin mit Kong Kong Rhythm an der Spitze, 2, jetzt vielleicht sogar 3 Längen bis zu Folidor, dann Unico de Tilou nach wie vor an dritter Stelle, dahinter klafft eine große Lücke zum Verfolgerfeld, das wird angeführt von Galactic Photo, die ist vierte, dann außen Ultramöncourt und Lindy Fashion. Aber vorne nach wie vor zügige Fahrt, relativ zügige Fahrt, die hier vorgelegt wird von Kong Kong Rhythm, Folidor und Unico de Tilo halten hier als einzige noch einigermaßen Anschluss und dahinter dann das Hauptfeld, das bislang zumindest noch nicht entscheidend verkürzen konnte. Galactic Photo nach wie vor in vierter Position. Dann an der Außenseite Ultraman Kur und Lindy Fashion. Dann Harzbeckerin. Eine Runde jetzt noch bis zum Ziel. Kong Kong Rhythm weiterhin vorn. Folidor zweiter und dann Unico de Tilo nach wie vor an dritter Stelle zu sehen. Der Vorsprung dieser drei wird im Moment eher größer denn kleiner, denn Galactic Photo konnte hier nach wie vor nicht entscheidend verkürzen. Jetzt ein Fehler im Bogen von Harzbeckerin. Die hat versucht aufzuschließen bzw. den Platz zu verbessern und kam dabei von den Beinen. Vorne nach wie vor das Trio, das sich schon die gesamte Fahrt über für das Tempo sorgt. Und das ist Kong Kong Rhythm, Folidor und Unico de Tilo. Der Rest deutlich. 8 Rot, 8. Rhythm weiterhin vorn. Harzbeckerin wurde jetzt disqualifiziert. Kong Kong Rhythm vor Folidor. Unico de Tilo muss hier im Moment etwas abreißen lassen, aber ist für den dritten Rang nahezu ungefährdet, denn der Rest ist deutlich zurück. Die Endgrade ist erreicht. Kong Kong Rhythm vorn. Dann Folidor in dessen Rücken. Kong Kong Rhythm und Folidor. Kong Kong Rhythm ist vorn und er legt noch einmal zu. Bas Grievers gewinnt hier zum Auftakt mit Kong Kong Rhythm vor Folidor. Der wird Zweiter. Unico de Tilo. Auf 6 Blau, 6. Die Fashion, ja, da wurde Unico de Tilo noch disqualifiziert. Blau aus der Wertung genommen, kurz vor dem Ziel.